Hallo, liebe Sportwettenwürfelfreunde. Wir würfeln heute den zweiten Spieltag der Europameisterschaft aus. Dies sind 12 Begegnungen. Und wir haben schon mal hier die Würfelfarbe vorgetragen und gleichzeitig markiert, wenn das Auswärtsteam gegebenenfalls mal Favorit ist. So, wir beginnen mit Finnland, Russland. Russland ist Favorit. Wir nehmen den roten Würfel. Die Quote ist 1,65. Wir haben eine 2. Das bedeutet, dass Russland verliert und müssen demnach eine 1 tippen. Das zweite Spiel ist Türkei-Wales. Der Favorit ist Türkei mit 2,55 Siegquote. Wir brauchen dazu den schwarzen Würfel. Wir haben eine 1. Das nächste Spiel ist Italien-Schweiz. Wir benötigen den grünen Würfel. Die Quote ist 1,6. Wir haben eine 1. Das nächste Spiel ist Ukraine-Mazedonien. Wir benötigen den grünen Würfel, da die Quote 1,62 ist. Wir haben eine 1. Das nächste Spiel ist Dänemark gegen Belgien. Favorit ist Belgien, das Auswärtsteam. Wir benötigen, da die Quote 2,0 ist, den blauen Würfel. Wir haben eine X. Das heißt, das Spiel sollte unentschieden ausgehen. Das nächste Spiel ist das Spiel Holland gegen Österreich. Wir benötigen den grünen Würfel. Wir haben eine 1. In der nächsten Partie trifft Schweden auf die Slowakei. Da die Quote 1,82 ist, benötigen wir den roten Würfel. Wir haben ein X. Jetzt folgt die Partie Kroatien gegen Tschechien. Kroatien ist Favorit mit 2,15. Wir benötigen den blauen Würfel. Wir haben eine 2. Die nächste Partie ist England gegen Schottland. Die Quote ist 1,3. England ist Favorit. Wir benötigen den gelben Würfel. Und los geht's. Wir haben eine 1. Jetzt folgt die Partie Ungarn gegen Frankreich. Es ist ebenfalls der gelbe Würfel zu wählen. Wir müssen achten, es ist ein Auswärtsspiel. Frankreich ist Favorit. Die Würfel gelten für den Favoriten. Wir haben hier eine 1 gewürfelt, das heißt, der Favorit gewinnt. Frankreich ist aber das Auswärtsteam und daher gibt es eine 2. Die vorletzte Begegnung ist Portugal gegen Deutschland.
Deutschland ist Favorit mit 2,35. Wir benötigen den schwarzen Würfel. Und es ist der Favorit ist denn das Auswärtsteam. Wir haben eine 1, das heißt, der Favorit gewinnt. Im Sportwettenzettel ist natürlich daher eine 2 einzutragen. Die letzte Partie ist Spanien-Polen. Wir benötigen den gelben Würfel. Spanien ist Favorit. Wir haben hier eine 1 gewürfelt. Hier zur Übersicht nochmal die zu tippenden Ergebnisse. Es liegt alles in eurer Hand. Wir haben noch einen Überschuss von 7,97, wenn wir immer 10 Einheiten pro Spiel setzen. Ich wünsche euch viel Glück. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.